Zum Gruße, meine Herrschaften. Gott zum Gruße. Wie die Fliegen, wie die Fliegen. Sie auch. Sie wissen es bloß noch nicht. Aber sehen Sie mal da. Da steht einer, der weiß es. Sieht jedenfalls so aus. Steht verdammt nah am Wasser, wie? Will wohl die Konsequenzen ziehen. Wissen Sie, früher, da waren es ja Liebespaare, die abends so am Wasser standen. Oder auch manchmal ein Dichter. Aber Dichter haben lange Haare. Und der da, der sieht aus wie einer, der keine Lust mehr hat. Schmeißt einfach den Laden hin, findet die Welt zum Schwein. Wundert Sie das? Da, da, jetzt geht er weiter. Sucht bestimmt eine passende Stelle, um hineinzuspringen. Passen Sie mal auf. Thank you.
Sie, das wäre doch ein schönes Liebespaar. Was? Zeitgemäß. Wie? Drei Wasserleichen. Meine Kinder. Was wollen Sie denn? Was wimmern Sie denn hier herum? Stören Sie doch die jungen Leute nicht. Gleich sind Sie soweit. Aber es sind doch alles meine Kinder. Ja, seien Sie doch froh. Die machen hier Hochzeit. Und ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Na klar können Sie es nicht ändern. Das sind doch alles meine Kinder. Ach nee. Wer sind Sie denn? Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Oh, der liebe Gott persönlich. Na, dann darf ich mich wohl ebenfalls vorstellen, ich bin Beerdigungsunternehmer. Der Tod? Du bist der Tod? Das glaube ich nicht. Du bist fett, der Tod ist mager, den kenne ich doch. Ja, ich habe in den letzten Jahren ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Ja, du hast es gut. Du bist der Gott, an den man glaubt. Dich kann keiner leugnen. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht stören. Bitte. Es ist so schmutzig hier. Ja. Aber ungestört. Oder wollen Sie lieber allein? Suche mir eine andere Stelle. Nein, nein, bitte. Bleiben Sie nur. Tatsächlich. Sie haben sich gefunden. Und noch in diesem Leben. Na, dann ist ja wohl für das Erste kein Geschäft zu machen. Ich gebe Ihnen noch 3 Stunden Zeit. 3 Jahre. Viele Jahre. Ein ganzes Leben. Zusammen stirbt sich's leichter. Komm! Zusammen lebt sich's Zusammen stirbt sich leichter. Zusammen ist alles leichter. Im Krieg war man nie allein. Wir schon. Wir? Wir Frauen, meine ich. Tja, und jetzt bin ich's auch. Wie lange sind Sie denn zurück? 2 Tage. Dann geben Sie schon auf. Das reicht mir schon lange. Warum sind Sie dann zurückgekommen? Ich dachte, es wartet jemand auf mich. Ihr habt uns ganz schön allein gelassen. Aber ihr musstet ja nach Russland. Da musstet ihr uns verteidigen. Wie? Im Kaukasus. Wie? Darum ließt ihr uns allein.
Aber jetzt bist du endlich wieder da und hilfst mir ins Wasser. Pünktlich. Das muss ich sagen. Wollen wir? Es gibt wieder Glocken. So stand ich schon einmal neben einem Mann, als die Glocken läuteten, und dachte, es geht in eine neue Welt. Oh mein Gott! Ich war so voll Vertrauen in die Welt, in meinen Mann. Er hatte gerade seine Anwaltspraxis eröffnet. Ich fand ihn so klug und seinen Vetter so nett und so tüchtig. Achtung, Motoren anwerfen! Zügig fahren! Und wie wurden wir verraten? Wie furchtbar verraten! Damals glaubte ich noch an alles, was man uns sagte. An die Güte Gottes, an die Liebe der Menschen und an unsere Zukunft. An unsere herrliche Zukunft. Gott, war ich dumm. Ist es nicht ein herrliches Bewusstsein, dass unser eigenes kleines Glück nur ein Teil ist von einem großen allgemeinen Glück? Und dass es wieder vorwärts geht. Wir gehören zwar immer noch zu den Habenichts, aber deutscher Fleiß und deutsche Tüchtigkeit haben es zu Wege gebracht, dass wir wieder geachtet dastehen in der Welt. Das Reich ist geeint, die Staatsmänner der mächtigsten Staaten kommen geflogen und bitten um Frieden. Es ist eine wahrhaft große Zeit, in der wir leben dürfen. Und ich beneide jetzt schon die Kinder und Enkel, die einst um die Knie unseres Paares spielen werden. Wenn dir einst ein Silberkranz die Locken unserer lieben Anna... Doch die Schatten fallen doch auf die Schulter. Also gut, den Scheitel unserer lieben Anna... jetzt habe ich den Faden verloren. Schmücken wir. Ich kann gar nicht mehr dran denken. Und doch lässt es mich nicht mehr los. Warum musste es so enden? Warum? Warum? Wir waren doch nicht böse. Wir waren doch arglos und gläubig und jung und vergnügt und wir lachten und tanzten und, oh, wir konnten tanzen. Wir hatten uns überhaupt beim Tanzen kennengelernt. Wir waren unermüdlich. Heute kommt es mir so vor, als hätten wir damals wochenlang nicht geschlafen, nur getanzt. Und auf dem Ball vom Alpenverein, in dem war er drin. Und wir waren damals noch gar nicht verlobt. Sie waren noch nie auf einem Berggipfel? Werden Sie schwindelig? Nehmen Sie ein Seil und ziehen Sie mit rauf. Sie können sich mir anvertrauen. Ja? So denken alle Frauen, wenn sie lieben. Ich war einfach selig mit ihm. Alles drehte sich um mich. Ich war eigentlich gar nicht so sehr für die Berge. Das ist so anstrengend, immer auf und ab. Aber er wollte mich so. Und ich wollte so sein, wie er mich haben wollte. Und dann brachte er mich im Auto nach Hause und ich glaube, er liebte gar nicht mich, sondern das Bild, das er sich von mir gemacht hatte. Aber wir waren ja beide ganz verrückt. Ich hielt es einfach nicht mehr aus auf dem Fest, seine Nähe dauernd. Ich musste mich schrecklich zusammennehmen und konnte gar nicht sprechen vor lauter Liebe.
Wollen Sie wirklich schon hinauf? Mhm. Oder Sie kommen noch zu mir auf einen Kaffee? Nein. Nein, oh Gott. Gute Nacht, Herr Gerke. Und vielen Dank. Das war ein herrlicher Abend und auch morgen. Fräulein Anna. Sie können mich nachher noch anrufen. Gute Nacht. Frau Anna! Sie sind ja gar nicht hinaufgegangen. Ja, und Sie sind ja gar nicht weggefahren. Frau Anna, ich muss etwas fragen. Wollen Sie mich heiraten? Ja. Wann? Ja, ich. Oh Gott, wann? Anna! Jürgen, lass mich. Nimm mich doch mit. Oh Gott. Aber Anna, bitte jetzt. Jürgen, nein, ich. Oh, ich liebe dich, Jürgen. Anna! Das war im März. Und im August waren wir auf der Hochzeitsreise. Natürlich in seinen Alpen. Er musste mir beweisen, dass er recht hatte. Aber am Seil wurde ich schwindelig. War wohl sehr enttäuschend für Jürgen. Aber er ging dann brav mit mir spazieren und wir waren so glücklich. Und hatten nur Angst, dass es Krieg geben könnte. Hallo! Hallo! Frieden! Frieden! Es gibt wieder keinen Krieg! Bündnis mit Russland. Der Krieg ist doch nicht möglich. Doch, die Meldung ist eben im Radio gekommen. Na, wie hat der Führer das gemacht? Anna! Frieden! Also Kinder, heute besaufen wir uns, dass die Heide wackelt. Wie mit Österreich, wie mit den Tschechen. Ja, und? Die Polen, das wird mit den Polen. Die geben doch nach, das ist ja klar. Jetzt wird aus Polen Hackfleisch gemacht. Und so war es dann ja auch. Wir zogen los und dachten, es müsste so sein. Vaterland, lange Mark. Und die Fahne ist mehr als der Tod. Keiner hat uns gesagt, dass es die Hölle ist. Die Hölle? Hier ist die Hölle. Jetzt ist die Hölle. Damals hatten wir Angst. Aber zuerst ging es ja besser, als wir dachten. Als wir allein blieben. Da fing die Hölle an. Dabei hatte ich es noch gut. Jürgen war noch ein Jahr zu Hause und wir waren wieder auf Urlaub, als er seine Einberufung erhielt. Ich war unglücklich und hatte schreckliche Ahnungen, aber ich wollte ihm das Herz nicht schwer machen. Es war von selbst schon schwer genug, dachte ich. Komm, Anne, ich pack mit ein. Bekommst du denn nicht solche Stiefel? Bei uns nicht. Aber vielleicht kann ich sie weitertragen, weil sie doch eingelaufen sind. Aber Anne, du nimm es doch nicht so schwer. Was soll ich denn schwer nehmen? Du schau, es ist doch so gut gegangen bisher. Wir hatten so wenig Verluste, so viel wie 1914 in einer einzigen Schlacht. Wenn du einer von den wenigen bist? Aber es kann doch gar nicht mehr lange dauern. Also das muss man den Nazis verlassen. Vom Krieg führen, da verstehen sie etwas. Und den gewinnen sie auch. Ach, Krieg! Krieg! Aber Anne, wir müssen es halt hinnehmen. Das gehört nur einmal zum Menschenleben, wie Essen und Trinken und Liebe und Tod. Das war immer so und wird immer so sein. Und immer wird es so sein und immer wird es die Herzen der Menschen zerreißen. Das ist grässlich zumute, glaub es mir, aber ich zeige es dir nicht so. Ja, bitte? Der Haflacher hat zugesagt, er schickt dann morgen um 6:30. Na also, danke schön, Fräulein Froni. Da haben wir ja den ganzen Abend für uns. Und die Nacht. Sei so gut, lass mich jetzt allein. Dann bin ich in einer Stunde mit dem Packen fertig und wir haben die ganze Zeit für uns. Dann hörte ich ihn reden und ihm war gar nicht so elend. Er war fast ein bisschen froh. Eben ein Mann. In den Preußen, ah,
nächstens nach Berlin. Nee. Nach Oberammergau zu den Gebirgsjägern. Ah, da wollen Sie wahrscheinlich gleich bis Norwegen auf, ne? Was? Hoffentlich. Zur Mitternachtssonne. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Der Kaukasus hat ja auch Berge. Ha? Und der Ural. Was? Ja, da gibt es noch zünftige Erstbesteigung. Na, mein Lieber, die Türken sind greisliche Leute. Das ist nix, das ist ein schlechter Krieg. Na, wo wir hinkommen, da kommen noch gute Leute hin. Na, freilich, ja. Da wusste ich Bescheid. Die Frauen haben vielleicht den Führer angebetet, aber den Krieg, den haben die Männer gemacht. Die Welt wird von Männern regiert. Und so sieht sie auch aus. Haben Sie die Zigarette? Ja. Nein, zu Hause. Ach, Sie wollen wohl den Tod um eine Zigarettenlänge hinausschieben. Entschuldigen Sie, nein, aber ich bin... Ich kann nicht mehr stehen. Schlapp gemacht? Nein, nur, ich bin... Hier haben Sie in Russland die Kniescheibe gestohlen. Liegt bei Voronew. Die Männer haben ihn mitgespielt, wie? So ziemlich. Und nun will ich nicht mehr. Ach, Sie wollen nicht mehr. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Ich kann nämlich nicht mehr. Wegen dem Bein? Ach, ich habe Hunger, ich bin müde, ich bin allein. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Na, das gibt's ja nicht. Da kann ich Ihnen helfen. Mein Zimmer brauche ich ja nicht mehr. Da gibt's auch noch was zu essen, zu rauchen auch. Stehen Sie auf, kommen Sie mit. Bilden Sie sich nichts Falsches ein, Sie sind hilflos und ich helfe Ihnen. Warum stehen Sie denn nicht auf? Knie. Geben Sie mir Ihre Hand. Viertelstunde. Schaffen Sie das? Mhm. Wie heißen Sie eigentlich? Beckmann. Vornamen haben Sie keinen? Seit gestern nicht mehr. Gestern kam ich nämlich nach Hause. Wir sind einfache Leute, wissen Sie. Ich wollte Buchhändler werden. Wir hatten nicht so eine Hochzeit wie Sie mit Kirche und so, aber es war trotzdem sehr nett. Der Standesbeamte, der nahm es nämlich sehr ernst. Der Führer braucht Soldaten und Siedler für unseren Lebensraum. Darin sollte jedes junge deutsche Paar in dieser großen Zeit denken. Besonders jeder deutsche Soldat, bevor er hinauszieht, Führer, Frau und Volk zu schützen. Und jede deutsche Soldatenfrau. Wir dachten schon von alleine dran. Langen Urlaub hatte ich natürlich nicht. Und auch als mein Sohn geboren wurde, da konnte ich nicht nach Hause. Da war ich in Russland. Sehen Sie, und Ihre Frau war ganz allein. Sie hatte ja ihre Mutter. Und mein Vater war so stolz, weil es ein Junge war. Ein Stammhalter. Na, an unserem Stamm, da war nicht viel zu halten. Glauben Sie, dass das einer Frau die Gegenwart des Mannes ersetzen kann? Bei diesem Erlebnis? Als ich meine Tochter bekam, da war ich ganz allein. Meine Verwandten, die lebten im Osten und Freunde hatten wir noch nicht in Berlin. Ich hatte nur Sehnsucht nach Jürgen. Jürgen? 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 Aber er war ja nicht da. Er kletterte im Kaukasus herum. Er musste ja helfen, die Fahne auf dem Elbrus zu hissen. Natürlich war ich glücklich, aber krank vor Sehnsucht trotzdem. Ja, wie ich in Russland. Ja, Sie in Russland. Sie hatten ja noch ein Ziel. Aber eines Tages war mein Mann vermisst. Und es dauerte fast 2 Jahre, bis ich wusste, dass er tot ist. Ach, mancher kommt nach Hause und wünscht, er wäre geblieben. Als ich kam und sah dieses Trümmerfeld, diesen Schuttacker hier, da geht man nun und geht und geht und geht und geht zu seiner alten Wohnung. Und alles ist kaputt. Nur einzelne Häuser stehen noch. Und man denkt, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein. Dafür haben wir doch gekämpft, dass es nicht so ist. Man läuft und hofft noch, vielleicht hast du Glück gehabt. Und dann steht man davor. Dann sieht man es dann.
Aus. Schlimmer als aus. Da, wo das Haus stand, da ist jetzt ein Grab. Das Haus ist das Grab. Da las ich Beckmann unter anderem. Das war mein Sohn. Da lag er im Schutt, im Menschenschutt. Lisa war nicht dabei, aber auf einem Trümmer, da stand noch ihr Name und ihre neue Adresse. Da ging ich dann hin, viermal Leuten stand an der Tür, aber es machte keiner auf. Und dann läutete ich einmal. Und dann kam einer raus. Ach, bitte, wohnt hier meine... Da wohnt hier Frau Beckmann. Ja, das stimmt. Kommen Sie mal rein. Sie kommen ja so früh. Ich komme aus Russland. Mein Zug kam so früh. Ich glaube, Sie ist noch gar nicht. Warten Sie mal. Sie können jetzt rein, Fräulein Krause. Danke sehr. Ja. Lisa. Ja. Waren Sie auch in Sibirien? Zwei Jahre. Wie sind Sie denn, die Russen? Ist das wirklich so toll? Sie kommen gleich. Entschuldigen Sie, ich muss mich beeilen. Danke. Ja, bitte. Ich bin Frau Beckmann. Wollen Sie zu mir? Wollen Sie eine Auskunft oder irgendetwas? Sie kommen aus Russland, nicht? Kennst du mich denn nicht? Nein. Ich bin Fritz. Wer sind Sie? Ich bin Fritz, dein Mann. Nein! Wer sind Sie denn? Das ist doch mein Schlafanzug. So schnell ist man vergessen. So schnell. Und wer war bei Ihrer Frau, als das Haus zusammenbrach und Ihren Sohn erschlug? Wer war bei ihr, wenn die Bomben fielen? Ich kannte einen Mann, der half mir, als meine Wohnung brannte. Er war in Russland bei den Panzern und auf Urlaub in unseren Keller geraten. Er wollte seinen Urlaub abbrechen und lieber an die Front. Draußen brennt's noch. Wir können das Licht anlassen. Mir ist zumute wie nach einer Schlacht. Also ohne Sie hätte ich nichts mehr. Vielleicht geht's noch mal los. Ja, da bin ich wenigstens nicht allein. Ich hatte mehr Angst als Sie. Man fühlt sich wie neugeboren, was? Ja, am liebsten würde ich tanzen gehen. Können wir ja, wenn's vorbei ist. Ja, wenn wir übrig bleiben bei der nächsten Welle. Sauber? Geht. Wenn es mal losgeht, dann schieße ich mit der Pistole zum Fenster raus. Jetzt nicht. Und ich glaube, ich springe zum Fenster hinaus. Und ich lege mich auf die Straße und lasse mich von der nächsten Bombe zerreißen. Das ist wenigstens ein Ende. Steht Ihnen aber gut. Nahm ich's nicht übel. Aber mir nahm ich's übel. Und der Zeit nahm ich's übel, die mich so weit gebracht hat.
Am nächsten Tag packte ich den Rest zusammen und floh nach Goldab. Nicht vor den Bomben. Doch, auch vor den Bomben. Und vor ihm und vor mir. Ich hielt das einfach nicht aus. Naja, und dann kamen die Russen und wir mussten fliehen. Und dann kam der nächste Mann. Und ich merkte allmählich, womit sich die Herren Ritter ihre Dienste bezahlen lassen. In den Dörfern ist doch längst keiner mehr. Wer soll das Rad reparieren? Wenn keiner kommt, müssen wir laufen. Was denn mit den Sachen und die Koffer? Da kommt einer. Moni, bleib da. Können Sie uns mitnehmen? Unser Kutscher ist davongeritten mit dem zerbrochenen Rad. Gepäck ist keins mehr drauf. Aber für ein hübsches Mädchen haben zwei reisende Junggesellen immer Platz. Steigen Sie mit dem Altfräulein. Ich muss aber meine Tochter mitnehmen und meine Tante. Ach so ist das. Nee, das schaffen wir nicht. Aber es kommen ja noch andere. Nehmen wir dich mit? Nein, Moni, der Onkel hat keine Zeit mehr. Aber vielleicht kommt ein anderer. Sie wollen doch bloß nicht. Sie halten den Platz doch bloß frei, damit sie sich irgendein Mädel aufgabeln können. Pippi nicht viel und Pippi warm. So ging es uns noch ein paar Mal. Aber dann kam die Rettung. Ein leerer PKW. Bitte, Sie haben doch Platz. Könnten Sie uns nicht mitnehmen? Ja, ich fahre aber nicht nach Königsberg. Ich biege gleich links ab nach Richtung Elbing. Das ist ganz gleich. Vor allem, dass wir nur erstmal hier wegkommen. Wen haben Sie denn alles mitnehmen, Fräulein? Von Wirtsheim. Okay. Meine Tochter, Moni, komm her. Und meine Tante Eva. Nein, das Enkelkind ist auch gleich dabei, oder? Wo ist ja so gute Laune? Die Situation ist ohne dies scheußlich genug. Unser Gepäck. Ja, was nehmen die Leute alles mit? Für ihre Betten ist mein Wagen zu klein. Aber unser Koffer, bitte. Ja, wollen Sie denn Ihre Sachen im Stich lassen? Ja, bitte, mir ist alles gleich. Meine Tochter hat genug in Schwerin. Na, also rein mit Ihnen. Aber nun hat sich's. Sie sitzen neben mir. Ja, Moment. Er hatte ein Gut in der Nähe von Elbing. Wusste, dass es aus ist. Er wollte aber nicht nachgeben. Am Abend sprachen wir noch zusammen. Die beiden Alten und Monika schliefen schon. Und er bedankte sich sehr seltsam bei mir. Der charmanteste Abschied, den unser Eins vom Dasein nehmen kann. Und ich vermerke es mit besonderem Dank, meine Liebste, dass Sie sich dafür geschmückt haben. So erhebe ich mein Glas auf unsere Vergangenheit und auf Ihre Zukunft. Ich glaube, Sie kokettieren ein wenig. Sie haben Ihr Gut und Ihren Wagen und wir haben nichts. Oder finden Sie, dass zwei Koffer etwas sind? Sie sind jung und Sie sind schön. Und wenn das Leben Sie liebt, dann werden Sie eines Tages wie eine Feder zurückschnellen. Aber mir steht es nicht an, mich zu biegen oder mich zu ducken und irgendwo unterzukriechen. Wir waren Herren hier im Osten. Und was da nun herankommt, das ist die Masse. Ein Gesicht wie das andere. Adel und Untergang, meine Gnädigste. Adel und Untergang. Das hat der Gefreite aus Braunau geschafft. Aber Sie sind doch ein Mensch. Sie wollen doch leben. Natürlich will ich das. Aber so wie ich bin. Und nicht so, wie es mir befohlen wird. Ich werde mich mit meinen Waffen in meine Wälder zurückziehen. Sie einen Blattschuss, dem Knickschuss vor. Haben Sie es warm genug, meine Gnädigste? Sehen Sie, Sie sind das Leben, die Fruchtbarkeit, die Zukunft,
heilige Natur. Immer dem Wege des Herzens nach. Abschied, Anna. Bei mir ist das Leben zu Gast. Ich weiß nicht. War das Pose? Spielte er das alles, um Eindruck zu machen? Jedenfalls, es gelang ihm. Plötzlich war ich nicht mehr allein. Ich glaube, ich wäre bei ihm geblieben und mit ihm in seinem Wald gestorben. Eine Woche Leben. Wirkliches Leben. Aber ich hatte Moni und die beiden Frauen. Und so brachte er uns am anderen Morgen nach Stolp. Er war heiter, bedauerte, dass sein Benzin nicht reichte, um uns weiterzubringen, gab uns einen großen Korb mit Essen und fuhr davon. Hallo, Finn! Komm mal her! Hier, hilf mal ein bisschen. Nimm die Koffer raus, bleib dabei stehen, ja? Leb wohl, Monika! Gut reisen, die Damen! Weil wir ein Fest. Gute Reise. Danke! Danke, danke, mein Herr! Vielen Dank! War es Kälte, war es Zynismus, war es Scham? Jedenfalls, es war schrecklich. Mama! Jetzt wird's schön, Moni. Jetzt fahren wir mit der Eisenbahn. Komm. Was für ein reizender Mensch. Der letzte Kavalier. Komm, Moni. Am Abend wurden wir dann verladen in offene Kohlenwagen. Und in der Nacht mussten wir den Zug wechseln und da geschah es. Wir waren schlaftrunken, steif gefroren. Ich half erst der fremden Frau hinauf, weil es ihr am schwersten fiel. Und Tante Eva gab mir das Gepäck herauf. Dann gab es Alarm. Und die Beamten schrien... Einsteigen! Einsteigen! Tante Eva, schnell, gib mir Moni raus! Meine Teddy! Meine Teddy! Die Leute meinten es gut. Und so blieb ich am Leben. Hab's nachher oft bedauert. Aber zuerst tauchte mich die alte Frau. Und dann habe ich wohl dasselbe erlebt wie sie. Lager, Bahnhöfe, Bunker. Immer mit anderen Menschen und dabei so einsam wie in der Wüste. Na, was soll ich Ihnen erzählen? Wer es kennt, weiß Bescheid und wer es nicht kennt, sehr zwecklos. Wir sind gleich da. Ja, ich verstehe bloß nicht. Damals, das war da vor 2 Jahren. Und jetzt auf einmal... Ja, damals. Da war ja plötzlich Friede. Und wir glaubten doch, wir hätten im Krieg schon genug gebüßt. Und außerdem wollte ich ja leben. Herrgott, wollte ich leben. Und ich glaubte, weil Friede ist, wird alles wieder gut. Waren wir naiv. Und dann wissen Sie, so schlapp machen oder vor Verzweiflung vor dem Zug. Nein. Ich habe zu viel Tote gesehen, so am Straßenrand. Ich lasse mich nicht fallen. Ich springe. Aber natürlich, wenn man aus Sibirien kommt. Naja, das kommt dazu. Außerdem kann ich kaum noch laufen. Aber eigentlich ist es das Gewissen. Und die Verantwortung. Hier sind wir. Na, wie ein Mörder sehen Sie ja nicht gerade aus. Was ist denn das für eine komische Brille? Meine Gasmaskenbrille. Die andere ist zerschossen. Ich hoffe, Sie werden sie oben ablegen. Ich bin ohne Brille ganz hilflos. So? Das beruhigt mich wesentlich. Kommen Sie herein. Nein, das ist nicht so.
Zimmer ist große Unordnung. Das müssen Sie entschuldigen. Gehen Sie hinein. Tja, ich war es nicht, die Polizei. Und zum Aufräumen hatte ich keine Lust mehr. Geben Sie mal her. Aber ich sehe ja so gar nichts. Sie selber sind auf einmal ganz undeutlich. Umso besser. Na los, ziehen Sie Ihren Mantel aus. Das, ich möchte... Ich möchte meinen Mantel lieber anbehalten. Was ist denn nun passiert? Warum denn? Ich, also wir wollen doch aufrichtig sein. Selbstverständlich. In unserer Lage? Ich habe darunter nicht viel an, nur einen Pullover. Na, das ist ja bestens. Bloß er hat keine Ärmel. Die Ärmel habe ich statt Strümpfen. Ach so. Hier. Sehen Sie das mal, vielleicht passt es Ihnen ungefähr. So. Nicht zimperlich, ziehen Sie das Ding mal aus und die Jacke an. Nein! Bitte nicht! Na, ich muss ja wohl sagen, Frau Gerke, die Situation, die ist ja nun wohl... Die ist ja nun wohl eindeutig. Wie? Ich habe Ihnen 100-mal gesagt, Frau Pullmann, Sie sollen warten, bis ich herein sage. Sie haben doch irgendwas gerufen. So was muss ich mir bieten lassen in meinem anständigen Hause. Jetzt gehen Sie und kommen Sie später wieder. Es war jemand von der Polizei da. Sie brauchen morgen noch nicht hinzukommen. Sie sollen auf Nachricht warten. Morgen gehe ich zum Wohnungsamt, damit Sie es wissen. Und jetzt gehen Sie raus. Na, ich wollte mir doch nur was helfen. Im Schrank da oben. Ohne Brille sehen Sie wirklich anders aus. Jetzt haben Sie auch noch Ärger, meinetwegen. Da, ziehen Sie die Jacke mal an. Das ist ja eine Jacke für einen Athleten. Welcher Riese hat denn die getragen? Der Riese war mein Mann. Da dachten Sie, ich handle mit Männerkleidung? Ihr Mann ist gefallen, nicht wahr? Tja, verhungert, erfroren, liegen geblieben, ich weiß nicht. Ein Kamerad von ihm hat sein Grab gesehen. Ich kann die Jacke nicht anbehalten. Von einem toten Kameraden nicht. Ich bin ja ein Witz in dieser Jacke. Ein ganz gemeiner Witz, den der Krieg gemacht hat. Ich ziehe sie wieder aus. Bitte nicht. Bitte ziehen Sie sie an. Sie müssen nicht denken, dass ich Sie komisch finde. Aber so würde jetzt Jürgen vor mir stehen, wenn er aus Russland käme. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin... Setzen Sie sich aufs Sofa. Und nehmen Sie mir es nicht übel, dass ich Sie mit meinen Gefühlen belästige. Eine bessere Verwendung für diese Jacke kann es gar nicht geben. Ich habe sie ganz sinnlos mit mir herumgeschleppt. Sie wollten doch eine Zigarette. Soll ich Ihnen eine drehen oder geniert es Sie? Ach was. Seltsam. Diese Jacke habe ich keinen anderen Mann anziehen lassen. Sie müssen nicht glauben, dass es mein Beruf ist hier mit Männern, aber immerhin. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe das Leben satt. Ohne Hoffnungen, ohne Ziel, ohne Aussicht auf Besserung. Sehen Sie, das ist die Hölle. Allein. Hier drinnen. Allein. Und nutzlos.
denn es gibt zu viele Menschen hier. Und sinnlos, denn keiner weiß, wozu wir noch da sind. Keiner braucht uns Frauen, denn es gibt ja viel zu viel von uns. Außer natürlich, man braucht uns schon. Man gebraucht uns. Aber das ist kein Leben. Und heiraten, um versorgt zu sein, was ist es denn viel anderes? Ich kenne solche Ehen. Ich danke. Zur Nonne fehlt mir der Glaube. Verstehen Sie mich? Oh ja, ja. Sehr gut. Sie brauchen sich nicht vor mir zu grausen. Bin nicht schlechter als die anderen. Wissen Sie, ich kam hierher. Oh, ich hatte sogar noch zwei Koffer und einen Rucksack. Den hatte ich in Schwerin gekriegt und ein Postsparbuch. Ich dachte, in der großen Stadt, da kriege ich vielleicht am ehesten was. Dienstmädchen oder Nähen, das kann ich. Aber die Marken und die Wohnung und der Zuzug. Marken für drei Tage. Drei Tage braucht man für ein einziges Amt und zumindest nur vier oder fünf. Und dann stehen die Leute ab früh um sechs. Dann komme ich dran und dann fragt mich der Beamte. Wo waren Sie zuletzt gemeldet? Goldapp in Ostpreußen. Haben Sie eine Abmeldung aus Goldapp? Tja, drei Tage, dann müssen Sie weiter. Drei Tage. Dafür hatte ich zwei Tage gewartet und nun in die nächste Stadt. Und wieder drei Tage. Oder wieder ins Lager zurück. Wieder irgendwo eingeteilt. Als Objekt, dem Zufall ausgeliefert. Warum hat denn so ein böses Gesicht? Lassen Sie doch den miesen Ziegen so aussehen. Sie sind mir zu schade dazu. Ja, nun seien Sie friedlich. Lassen Sie mich gehen. Haben Sie Pech gehabt? Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie vom Wohnungsamt? Gott soll schützen, nein. Sehe ich so aus? Dann ist es zwecklos. Ach, das ist doch Unsinn. Sie haben es nur falsch angefangen. Hier können Sie doch alles haben. Was brauchen Sie denn? Wohnung, Zuzug, alles. Für wie viele Personen? Für mich allein. Ja, das trifft sich ja blendend. Ja, sowas suche ich ja gerade. Kommen Sie mit. Wie bitte? Kommen Sie mit. Über das Honorar sprechen wir später. Ach so. Sie sind ein Vermittler. Bei mir können Sie haben, was Sie wollen. 274, 75, 76. Seien Sie vorsichtig, ich bin vom Präsidium. Ich glaube, er kannte da jemanden. Auf alle Fälle hat er ihm was zugesteckt. Und am Nachmittag hatte ich den Zuzug in dieses Zimmer. Das war damals noch nicht so wie jetzt. Denn das Wohnungsamt hat es Frau Kuhlmann gerade weggenommen. Das nahm sie mir natürlich übel. Ich habe es selbstverständlich nicht nötig zu vermieten. Aber das Wohnungsamt misst einem ja jeden Quadratmeter zu. Was sind denn das für Sachen? Was denn Sachen? Wieso denn Sachen? Was für Sachen? Das sind Möbel. Möbel aus den anderen Zimmern. Die haben mir doch hier lauter Leute reingesetzt. Ach, wollen Sie etwa auch ein Radio mitbringen? Bei mir spielen jetzt drei hier gleichzeitig. Aber immer andere Stationen, damit man was davon hat. Diesen Schrank benötige ich für mich. Da muss ich auch immer Zutritt zu haben. Sie wünschte auch keinen Herrenbesuch. Aber das war es gerade, was der angebliche Vermittler als Honorar von mir verlangte. Und ich fand ihn sogar ganz nett. Und amüsant. Und da Frau Pullmann mit Kaffee bestach, so sah das Zimmer bald ganz anders aus. Aber die Zeit hat ihn längst geschafft. Und eines Tages kam es heraus. Du, Enk. Du musst mir heute mal einen Gefallen tun. Ja. Der Lorch aus Koblenz ist wieder gekommen. Ach. Mit dem könnte ich ganz groß ins Geschäft kommen. Er hat Wein und Uhren. Das wäre doch mal eine ganz solide Sache. Na ja. Warum reißen sich die Leute natürlich? Er hat uns eingeladen heute Abend. Da gehen wir allein. Er hat ganz unverschämt mit mir getanzt das letzte Mal. Nee, du, das müssen wir ausnützen. Geh du mal allein. Ich bin verhindert, weißt du? Sei ein bisschen nett zu ihm. Zier dich nicht so. Pension Nordwall. Hm.
Sag mal. Also, ich gebe zu, ich habe mich grenzenlos in dir getäuscht. Aber ich hielt dich für viel netter oder sauberer oder weniger dreckig, als du bist. Ich meine, ich kann verstehen, dass du dich auch in mir getäuscht hast. Nur in umgekehrter Richtung. Ich bin nämlich viel weniger. Sag mal, was gibt dir das Recht, so von mir zu denken? Also, das ist mir zu hoch. Ich habe ja schließlich so viel für dich getan, dass du auch mal was für mich tun kannst. Ja, aber doch nicht. Liebes Kind, in diesen Zeiten hast du schon allerhand hinter dir. Was bedeutet das noch für dich? Du bist ja nicht die Jungfrau von Orléans. Was denn? Allerdings! Und raus! Geh raus, sonst bring ich mich um! Aber eng! Fass mich nicht an! Ich fühle mich dreckig von oben bis unten. Geh raus, ich kann dich nicht mehr sehen! Sich Tochter. Ist denn sowas möglich? Bis er weg ist, gehe ich in die Küche. Ach, schon damals war ich so weit. Wissen Sie, ich habe kein Talent zu Geschäften. Ich hätte alles haben können. Die Geschäftsfreunde von Peter, der eine hat einen Hutsalon, Hüte so viel ich wollte. Aber nachher ein bisschen knutschen lassen oder auch mehr. Schuhe, jede Form. Aber mal einen heiteren Abend verbringen. Ob das immer so war? Wenn man nicht bezahlen kann? Und wer kann heute bezahlen? Ich versuchte es nochmal andersrum. Ging zum Arbeitsamt und kam in eine Fischfabrik. Verpackte Fischpaste in Dosen. Ich verdiente 43 Mark die Woche. Mal etwas mehr, mal etwas weniger, je nachdem. Es war eine stumpfsinnige Arbeit, aber erträglich, nachdem ich mich an den Geruch gewöhnt hatte. Der Chef machte Schwarzgeschäfte und das Unternehmen war wohl mehr seine Tarnung. Moin, Herr Direktor. Die Kolleginnen waren nette Mädels, unbekümmert und lebenslustig und nahmen die Zeit wie Regen und Sonnenschein. Sie arbeiteten meistens nur, um die Lebensmittelkarten zu bekommen und fehlten dreimal in der Woche. Und der Chef, ja, der war ganz froh darüber, weil er dann den Lohn nicht auszuzahlen brauchte. Am Anfang war ich ziemlich scheu, aber dann spürte ich die Wärme und die Hilfsbereitschaft und die nette Kameradschaft, das tat mir wohl. Nur, ach, die waren so anders als ich. Hatten immer neue Freunde, tauschten sie und wechselten sie, gingen tanzen, knutschen, kicherten den ganzen Tag herum und konnten nicht verstehen, dass ich nicht mitmachen wollte. Aber sie respektierten es, als ich von Jürgen und Moni erzählt hatte. Und dann beschlossen sie sogar, mir zu helfen. Und Betty, eine Berlinerin, lud mich eines Tages ein, mitzukommen. Mensch, Anni, komm doch mit. Naja, ich kann's dir ruhig sagen, ist überhaupt besser, du weißt vorher. Der Gustav, wir gehen doch schon ein halbes Jahr zusammen. Und sein Freund, der Otto, weißt du, der ist so nett. Der ist jetzt allein, weil seine Braut, die Erna, die war doch im Büro bei Salamander und da hat sie sich einen Tommy angelacht. Na, nun ist er frei. Du, das wäre was für dich. Der fährt einen Laster, ganz was Feines. Der war beim Fliegern im Kriege. Anni, wenn die so große Transport haben, dann fällt immer was ab. Das lohnt sich, wirklich. Ja, bitte, danke, aber es war so nett gemeint, aber ich konnte es nicht mehr hören. Es lohnt sich. Und die hatten Tommy und die hatten Lastfahrer und die hatten Bäcker und die hatten Fleischer. Nein, ich sah nur noch Geschäfte. Die ganze sogenannte Liebe, ein Geschäft. Na, was ist denn, Frau Gehrke? Wollen Sie nicht arbeiten? Mir ist übel. Mir ist schlecht, Frau Möller. Machen Sie die Tür zu. Fein. Kommst du mit? Und dann kam der kalte Winter und ich ging fast drauf. Wir hatten nichts zu heizen. Wer nicht frieren wollte, musste stehlen oder schieben. Das Licht wurde abgestellt wegen Kohlen. Hin und wieder steckten mir die Mädels was zu.
Und Betty gab mir eines Tages ein bisschen Tee und eine amerikanische Zeitschrift, weiß ich, wo sie die her hatte, und meinte, ich sollte mal wieder was Schönes sehen. Dann las ich sie im Bett und hab so geweint, dass ich dachte, ich überlebe es nicht. Das war nicht Neid, sondern einfach das Bewusstsein, dass das alles für uns für immer verloren ist und dass wir dazu verurteilt sind, Arbeitstiere zu bleiben. Und ich nahm mir einen Spiegel und schaute hinein und sah, was aus meiner Haut geworden war in dieser Kälte und ohne die Möglichkeit, sich zu pflegen und ohne Seife. Das ist überhaupt das Schlimmste. Damals wäre ich am liebsten gestorben, aber es war so kalt, kann man sich zu nichts entschließen. Aber in der Fabrik war es wenigstens warm. Und dann kam der Frühling und ich saß in der Mittagspause auf dem Hof und sonnte mich und dachte darüber nach, wie es jemals anders werden könnte. Ob ich noch jemals herauskommen würde aus dieser Waschküche oder ob es mir vielleicht bestimmt sein würde, dort noch einmal als verdiente Vorarbeiterin mein Leben zu beschließen. Ich hatte wieder eine solche Sehnsucht, einfach nach Luft und Wärme. Und da sprach mich wieder jemand an. Das war Alfred. Morgen. Was machen Sie denn hier? Wieso? Kennen Sie mich? Nein. Oder doch? Sie sahen aus wie Nivea-Öl, schützt und bräunt. Nivea-Öl? Ist lange her. Und jetzt machen Sie Fischpaste? Sie irren sich, ich bin es nicht. Sie sind es schon. Frag dich nur, wer Sie sind. Ich bin es nicht mehr. Wir alle sind es nicht mehr. Kommen Sie mit? Wenn ich es noch wäre, würde ich sagen, was denken Sie von mir? Sie passen doch nicht hierher. Na und Sie? Was machen Sie hier? Ich habe mich mit Ihrem Chef gekracht. Ja. Dort steht mein Wagen. Kommen Sie gleich mit und mein Sieg wäre vollkommen. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich wurde mir ganz heiß. Und ich stand auf und ging ins Haus. Und dann wusch ich mir die Hände wie ein Arzt vor der Operation. Die ganze Fischpaste schrubbte ich herunter. Und dann malte ich mir die Lippen und Frau Möller muss es wohl gesehen haben und schrie mir nach. Sie brauchen gar nicht wiederzukommen. Und ich rannte über den Hof. Und dann stieg ich in den Wagen und fuhr mit los. Und Alfred brachte mich nach Haus. Damals dachte ich, jetzt geht's gut. Das war ein Mann, ich glaube, ich hätte ihn geheiratet. Er sagte mir erst später, dass er schon verheiratet war. Aber er sorgte für mich und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das für eine Frau bedeutet, wenn jemand für sie sorgt. Ich bekam diesen Sessel, diesen Tisch, eine Stehlampe, ein Kofferradio wegen der Stromsperre, dieses Kleid, Wäsche, Seife, Schuhe. Er war Importeur, wissen Sie. Aber natürlich, die können ja nichts importieren heutzutage, also musste er schieben. Aber schließlich, mehr oder weniger taten sie alle. Nur Alfred litt darunter. Das ist der Zeit. Entweder ist man ständig mit dem Gesetz in Konflikt oder man geht zugrunde. Irgend so eine Größe hat mal gesagt, das deutsche Volk muss ein Volk von Fliegern werden. Er hätte lieber sagen sollen, das deutsche Volk muss ein Volk von Schiebern werden. Und deshalb nahm er doch kein gutes Ende. Eines Tages sagte er, ihm wäre was schief gegangen und er müsste wahrscheinlich verreisen. Und dann bekam ich heute einen Brief. Das heißt eigentlich einen Zettel. Er kam in einen Briefumschlag und ein 1000-Mark-Schein steckte dabei. Einen Augenblick hatte ich das Gefühl, ich werde bezahlt. Aber dann fühlte ich mich eher wie ein abgehackter Baum. Dabei wusste ich noch gar nicht, dass Alfred schon tot war. Er hatte sich in der Zelle umgebracht. Er war eben kein Schieber, aber seine Frau, er hatte sie wohl sehr vernachlässigt in der letzten Zeit und sie dachte natürlich, ich wäre schuld an allem und er hätte eine Geliebte gehabt, die ihn Unsummen gekostet hätte. Natürlich, wenn man es nach Friedensziffern rechnet, wenn ein Auto so viel kostete wie heute ein paar Schuhe,
Ich war jedenfalls wieder allein. Aber trotzdem verbreitet Meister Wolfgang Amadeus auch hier jene echt wienerische Heiterkeit und Lebenslust, die die soziale Anklage des Schauspiels von Beaumarchais in heitere Lebensbejahung verwandelt. Wir hören die Ouvertüre. Ja? Herein. Frau Gerke, sind zwei Herren da. Die möchten Sie sprechen. Frau Gerke? Ja? Kriminalpolizei, können Sie ausweisen? Sind das Ihre Möbel? Nein. Der Dame gehört gar nichts. Sind alles meine Sachen. Das Radio? Ja. Was hat es gekostet? Wir wissen, wo die herkommen. Reichsmark 7000, wollen wir mal sagen. Ihre Arbeitskarte, bitte. Aha, Südimport. Da haben Sie doch nie gearbeitet. Es ist die Firma von Dr. Hartwig. Sie geben also zu, mit Dr. Hartwig in Beziehung zu stehen? Ja, natürlich. Wo ist er denn? Ja, tut mir leid. Wir müssen durchsuchen. Bitte. Den Schlüssel, bitte. Das sind Frau Puhlmanns Sachen. Donnerwetter. Na, Sie haben es ja reichlich. Und gut getarnt. Haben Sie mehr von der Sorte? Von Ihrer Karte leben Sie jedenfalls nicht. Sie sehen auch nicht aus, als ob Sie von Ihrer Karte leben. Kein Mensch kann von seiner Karte leben, aber es ist ja wohl ein Unterschied zwischen unserem und Ihrem Gewerbe. Damit war das Wort gefallen und ich wusste jetzt, wie mich die Welt taxiert. Schließlich nahmen Sie die armseligen Büchsen mit und bestellten mich nächsten Morgen aufs Präsidium. Frau Puhlmann war natürlich die ganze Zeit dabei und hatte die Kündigung in den Augen, als die Beamten gingen. Aber dann kam es ganz anders. Denn an der Wohnungstür drehte sich der eine um. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Übrigens, Frau Gerke, Dr. Hartwig ist tot. In der Zelle Schluss gemacht. Schließlich müssen Sie wissen, was Sie angerichtet haben. Frau Gerke. Ach, Frau Gerke. Nee, Sie sind nicht schuld. Sie nicht. Sie arme Frau, Sie. Erst alles verloren und nur noch sowas, nicht wahr? Ach, Frau Gerke, Sie tun mir wirklich leid. Gehen Sie doch raus. Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Es widert mich an. Es gibt überhaupt nichts, was mich so anwidert, als wenn sich die Leute immer so leid tun, anstatt die Konsequenzen zu ziehen. Ich jedenfalls ziehe sie. Ich habe niemand mehr. Ich brauche niemand mehr. Ich nehme anderen Leuten nur den Platz und das Essen weg. Sollen mich doch die Fische fressen. Bin ich wenigstens noch zu was gut. Hören Sie mal. Ich habe das alles noch keinem Menschen erzählt. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bin nämlich froh, dass ich es noch losgeworden bin. Wem soll man es denn erzählen? Wer nichts erlebt hat, glaubt einem nicht und wer Schlimmeres erlebt hat, begreift einem nicht. Aber Sie standen ja genauso am Wasser wie ich und da hatte ich das Gefühl, also jedenfalls, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht und jetzt werden Sie sagen, echt Mann. Ich habe zu sehr an mich gedacht und an meine Kameraden oder an die anderen, denen es so geht wie mir. Wissen Sie, wir, entschuldigen Sie, das Wort klingt ein bisschen anspruchsvoll, wir jungen Männer oder die Jugend Deutschlands Zukunft, wir haben ja eigentlich nur einen Wunsch, wir wollen nicht mehr belogen werden. Das ganze Unglück, das kam ja aus Lügen.
Illusionen, Lügen, Propaganda lügt. Aber was am meisten lügt, das ist der Glaube an irgendetwas, was man nicht nachprüfen kann. Dass die Welt weiter lügt. Danke, das war immer so. Und vielleicht sind die Menschen mal so eingerichtet, sie errichten Scheiterhaufen im Namen der Barmherzigkeit und führen Krieg, um den Frieden zu schützen. Und errichten Diktaturen im Namen der Freiheit. Na schön, also wenn es regnet, dann nehme ich eben meinen Schirm, wenn ich einen habe. Und wenn mich der Blitz trifft, dann habe ich eben Pech gehabt. Aber uns selber brauchen wir nicht zu belügen. Uns selber dürfen wir nichts vormachen und brauchen es auch nicht. Und wer das tut, den wollen wir verachten. Und wer das von uns verlangt, den wollen wir hassen. Wissen Sie, ich habe nach der Wahrheit gefragt und keiner, verstehen Sie mich, keiner gibt mir eine aufrichtige Antwort. Alle verfolgen Sie irgendeinen Zweck, eine Politik oder wollen erziehen, beeinflussen oder sonst was. Ich habe mich selbst geprüft und ich fühle mich schuldig. Ich habe gemordet und ich wurde gemordet. Ja, die Welt ist voll von Morden. Die Menschen gehen dran vorbei und denken, es müsste so sein. Aber als ich als Unteroffizier, bei Woronesch zu dem gefreiten Bauer sagte, Bauer, Sie halten Ihren Posten bis zuletzt, verstanden? Und als der Bauer dann kein Bein mehr hatte und schließlich am Brand zugrunde ging, also ihr wisst, ich hatte auf Befehl gehandelt, aber den obergefreiten Bauer, den hatte ich ausgesucht. Und das war meine Verantwortung. Und wer nimmt sie mir ab? Niemand. Ja, ich habe 12 Menschen auf dem Gewissen. Und in Berlin, das war meine erste Station, da wohnt noch mein Oberst. Und den habe ich besucht. Kam direkt aus Russland. Doch ganz besoffen von den Trümmern in Berlin. Und mein Oberst, der wohnt in Zehlendorf. War schon so gegen Abend. Ich wusste nicht, ob ich klingeln sollte. Ich hatte ja jahrelang kein erleuchtetes Fenster mehr gesehen. So. Mit Gardinen. Es war wie Weihnachten. Aber der Oberst, der hatte mir ja den Befehl erteilt. Der hatte mir ja die Verantwortung übertragen. Und nun musste ich mich doch verantworten, oder? Ihm die Verantwortung zurückgeben. Das hatte mich schon in Russland den Schlaf gekostet. Deswegen war ich ja zusammengebrochen. Und sie schickten mich nach Hause. Ja? Da ist jemand, der möchte an Oberst sprechen. Aber doch nicht jetzt beim Abendessen. Soll morgen kommen. Er ist vom Regiment von Herrn Oberst und sagt, er kommt aus Russland. Ach nee, ist ein Offizier. Lassen Sie ihn mal rein. Gut, und hol mal noch einen Teller. Kann ja mit uns essen. Sie wünschen? Wer sind Sie denn? Unteroffizier Beckmann, Herr Oberst. Guten Abend, Herr Oberst. Na, hören Sie mal, ist Ihre Angelegenheit denn so wichtig? Jawohl, Herr Oberst. Ich muss nämlich wissen, ob ich mich heute Nacht noch ersaufe oder ob ich weiterleben kann. Na, 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 na. Nur reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Sind doch Unteroffizier. Immerhin. Nein, Herr Oberst. Wieso nein? Haben doch Uniform an. Ja, 6 Jahre, aber wenn ich 6 Jahre die Uniform eines Briefträgers anhabe, dann bin ich noch lange kein Briefträger. Papa, ich glaube, er hat Hunger. Er guckt immer so nach dem Tisch. Hunger? Wollen Sie was essen? Nur müde, Herr Oberst. Aha. Na, nun mal ganz ehrlich. Einer von denen, die vom Beruf müde sind. Wie? Bisschen weich, was? Jawohl, Herr Oberst. Ein ganz müder Soldat, Herr Oberst. Deswegen komme ich zu Ihnen. Ich weiß, Herr Oberst kann mir helfen. Ich möchte endlich mal wieder schlafen, Herr Oberst. Nur schlafen. Richtig pennen. Richtig tief pennen. Georg, komm her. Ich habe Angst vor den Menschen. Ich finde ihn ziemlich giebig, den Herrn. Papa, hilf ihm doch. Er sieht doch so traurig aus. Na, nun lass mal. Ich kenne diese Typen von der Truppe her. Müssen ein bisschen hart angepackt werden. Das ist alles. Nun nehmen Sie sich mal zusammen. Was wollen Sie denn? Aber knapp, klar und präzise, wenn ich bitten darf. Jawohl, Ost. Knapp, klar, präzise. Ich kann nachts nicht schlafen, Herr Oberst. Ich träume jede Nacht und wache dann auf, weil jemand so grauenhaft schreit. Und wissen, Herr Oberst, wer das ist, der da schreit? Bitte? Ich selbst, Herr Oberst, ich selbst. Komisch, nicht? Und dann kann ich nicht wieder einschlafen. Und davon bin ich so müde. Du, er ist krank. Er ist bestimmt krank. Eigentlich mehr was für ein Arzt, wie mir scheint. Also nun mal los, mein lieber Junge. Von dem Traum wachen Sie auf, sagen Sie. Nein, von dem Schrei. Nicht von dem Traum. Von meinem Schrei. Aha. Aber der Traum veranlasst Sie zu dem Schrei, oder? Veranlasst mich, jawohl, Oberst. Dann darf ich Herrn Oberst erzählen. Also da steht ein Mann, der spielt Xylophon. Und er spielt einen rasenden Rhythmus. Und davon schwitzt er so furchtbar. Und der Schweiß läuft ihm die Hosen runter. Aber das ist gar kein Schweiß, das ist Blut. Und darum sieht er aus wie ein General. Wie ein blutiger, schwitzender General. Ach nee. Ja, komisch.
Und das muss ein alter Schlachtner-General sein, denn er hat beide Arme verloren. Und er spielt mit langen, dünnen Prothesen. Sehen so aus wie Handgranatenstiele. In Hölzern mit einem Metallring. Ach. Ja. Ist komisch. Ja. Da steht der General nur da und trommelte seinen Prothesen einen Marsch. Preußens Gloria, oder? Einzug der Gladiatoren! Also komm mal an! Oberst Keller, also komm mal an! Und dann kommen sie! Wann fielen sie ein? Die Gladiatoren, die alten Kameraden! Dann stehen sie auf aus den Massengräbern! Tauchen sie auf aus den Ozeanen! Aus den Steppen und Straßen, aus den Wäldern kommen sie! Aus den Ruinen und Mooren! Unübersehbar an Zahlen! Unübersehbar an Qual! Die Verantwortung! Lass sie abzählen! Jawohl, Herr General! Alles hört auf mein Kommando! Abzählen! 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 Befehlen Sie 50 Kniebeugen! Jawohl, Herr General! 50 Kniebeugen! Erste Kniebeuge! Knie beugt. Auf. Zweite. Knie beugt. Auf. Dritte. Knie beugt. Auf. Vierte. Knie beugt. Davon wäre ich dann immer wach. Und da kann ich nicht wieder einschlafen. Denn ich hatte doch die Verantwortung. Und deswegen komme ich zu Ihnen, Herr Oberst. Ich will endlich mal wieder schlafen. Bitte, bitte, Herr Oberst, lassen Sie mich wieder schlafen. Aber was wollen Sie denn von mir? Ich bringe Sie ihn zurück. Wen? Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Ja, haben Sie das vergessen, Herr Oberst? 14. Februar bei Gorodok? 42 Grad Kälte, da kamen Sie in unsere Stellung. Dann haben Sie gesagt, unser Herr Beckmann. Und hier habe ich geschrieben. Und da sagten sie, und ihr Atem, der blieb auf ihrem Pelzkragen als Reif hängen, das sehe ich noch ganz genau. Da sagten sie, Unteroffizier Beckmann, ich übergebe Ihnen die Verantwortung für die 20 Mann. Sie erkunden den Wald östlich von Gorodok und machen nach Möglichkeit eine paar Gefangene. Klar? Jawohl, habe ich gesagt. Und dann sind wir losgezogen und haben erkundet. Und ich hatte die Verantwortung. Und als wir wieder in Stellung waren, da fehlten 11 Mann. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, das ist alles, Herr Oberst. Aber jetzt ist der Krieg aus. Jetzt wollen wir wieder schlafen. Jetzt gebe ich Ihnen die Verantwortung zurück, Herr Oberst. Ich will sie nicht mehr. Ich gebe sie Ihnen zurück. Aber lieber Beckmann, was ist das für ein Unsinn? Das war doch ein Befehl. War nicht gemeint. Doch, so muss das gemeint sein. Was bedeutet denn Sonderantwortung? Vor wem soll ich mich denn verantworten? Irgendwo müssen wir doch fortkriegen auf unsere Verantwortung. Die Toten, die antworten nicht. Gott antwortet nicht.
Aber die Lebenden, die fragen. Die fragen jede Nacht, Herr Oberst. Wenn ich dann wach liege, dann kommen sie und fragen. Dann stehen sie um mein Bett und fragen. Frauen, Herr Oberst. Traurige, trauernde Frauen und Kinder. Herr Oberst, viele kleine Kinder. Und die flüstern aus der Dunkelheit. Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Vater? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Mann? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Sohn? Wo ist mein Bruder? Unteroffizier Beckmann, wo ist mein Verlobter? Unteroffizier Beckmann. Unteroffizier Beckmann. Wo? 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 So flüstern sie, bis es hell wird. Es sind nur 11 Frauen, Herr Oberst. Bei mir sind es nur 11. Wie viel sind es bei Ihnen? 1000? 2000? Schlafen Sie gut, Herr Oberst. Ach, dann macht es Ihnen nichts aus, wenn ich Ihnen zu Ihren 2000 die Verantwortung für meine 11 noch dazugebe. Dann kann ich doch endlich wieder schlafen. Herr Oberst, wenn Sie so nett sind und Sie wieder zurücknehmen, die Verantwortung, dann kann ich doch endlich in aller Seelenruhe pennen. Seelen. Das war's. Seelenruhe. Und dann Schlaf. Tja, mein lieber Beckmann, was soll man nur dazu sagen? Ich weiß nicht recht. Das ist nicht recht. Sind Sie nun heimlicher Pazifist, wie? Bisschen destruktiv, was? Aber, mein Lieber, Sie sagten doch vorhin, das wäre ein komischer Musiker, der General. Sind wohl ein kleiner Schelm, was? Habe ich recht? Sehen Sie? Sie sind ein Schelm, also köstlich, mein Lieber, ganz köstlich. Nein, wirklich, also, Sie sind so eine Art Dichter, hm? Ja, sowas. Und dieser abgründige Humor, ja, wissen Sie, also, die Sache mit dem trommelnden General, und dann die Meuterei von den Totenköpfen. Und dann die Kniebeuge. Also Gott, Kniebeuge mit Xylophonbegleitung. Also müssen Sie ausarbeiten. Da können Sie viel Geld mit verdienen. Das wird eine komische Nummer. Da können Sie mit auf die Bühne. Und wie Sie dastehen, diese blödsinnige Brille, diese ulkige, versaute Frisur. Also zum Brüllen. Die Menschheit lacht sich ja kaputt. Oh mein Gott. Ich hatte zuerst gar nicht begriffen, dass Sie eine komische Nummer bringen wollten. Ich dachte wirklich, Sie hätten eine leichte Verwirrung im Kopf. Also wirklich, Sie haben uns einen so reizenden Abend bereitet. Hm? Ist doch eine Gegenleistung wert, wie? Wissen Sie was? Essen Sie was, mein lieber Junge. Aber gehen Sie vorher mal in die Küche. Lassen Sie sich warmes Wasser geben und dann gehen Sie ins Bad und waschen Sie sich und machen sich ein bisschen menschlich. Und dann werde ich Ihnen inzwischen einen von meinen alten Anzügen raussuchen und dann schmeißen Sie Ihre zerrissenen Klamotten weg und lassen sich von mir neu ausstaffieren. Nee, nee, genieren Sie sich nicht. Können Sie ruhig annehmen. Und werden Sie erstmal wieder ein Mensch, mein Lieber. Werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Ein Mensch? Werden? Ich soll ein Mensch werden? Ja, was seid ihr denn? Menschen? Was? Seid ihr Menschen? Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte ihn erschlagen. Aber das Entsetzliche ist ja, dass die Leute es gut meinen. Bloß was sie für gut halten, das ist in Wirklichkeit so böse. Deswegen kann man ihnen auch gar nichts erklären. Es ist hoffnungslos. Tja, dann ist man mitten unter ihnen ganz allein. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin. Ich kam mir vor wie gemordet. Hätte selbst morden können. Aber ich wollte ja doch nach Hause und
Als es nun damit auch nichts war und ich nachts durch die Straßen lief und mir überlegte, ob es überhaupt noch einen Zweck hätte, am Leben zu bleiben, da kam ich an einer Ruine vorbei, da hat jemand ein Kabarett ausgebaut. Das Programm heißt Le Karussell der Zeit. Da fiel mir der Oberst ein, wie er über mich gelacht hat und gesagt, ich müsste auf die Bühne. Und außerdem hatte ich inzwischen die allerhand Zeitungen gelesen und wusste, was man so immer von der Jugend heute verlangt. Und außerdem war mir alles ganz wurscht und ich dachte, gehst mal rein, versuchst es mal. So gut wie im Fronttheater wird's noch immer. Sie wünschen bitte? Ich möchte zu Herrn Engelbrecht. In welcher Angelegenheit? Privat, ich komme aus Russland. Herr Direktor ist unten, immer geradeaus, bitte. Ist der auch gut? Sonst geht's nicht aus und ich denke, es ist Methylalkohol. Haben Sie noch ein Glas? Ich habe noch 20 Pfandbank. Fritz, bezahlst du? Hast du 120? Ja, weiß recht. Du kommst wohl aus Russland? Gestern. Wo haben Sie sich denn geschnappt? Vorne. Da war ich 41. Steht denn da noch was? Nicht viel. Sprengen waren wir ja immer groß. Gib her den Schnaps. Was hast du denn gemacht beim Iber? Panzer gebaut. Ach nee. Was sind für welche? Immer dieselben. Bauen die 8-8 nach? Haben die jetzt endlich Funk? Ein oder zwei Motoren? Noch ein. Mit Schnaps sieht die Welt ganz anders aus. Mensch. Behalt sie. 3 Jahre Stacher noch. Euch geht's gut, was? Wir halten zusammen, der alte Verein. Haben Sie noch eine Pulle? Über die Rolle des Alkohols in der Kriegsgeschichte, da müsste mal jemand eine Doktorarbeit schreiben. Ich hatte jedenfalls plötzlich kolossalen Mut und der Direktor, der dachte, er hätte einen Kollegen vor sich. Ausgezeichnet. Gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die aktiv zu allen Problemen Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Wir brauchen wieder einen Geist wie Schiller, der mit 20 seine Räuber machte. Eine unromantische, wirklichkeitsnahe, handfeste Jugend, die den dunklen Seiten des Lebens fest ins Auge sieht. Unsentimental, objektiv und überlegen. Entschuldigen Sie mal, ich habe hier etwas zu schreiben. Bin gleich fertig, ja? Eine Generation, die die Welt sieht und liebt, wie sie ist. Die die Wahrheit hochhält, Pläne hat, Ideen hat. Es braucht nicht etwa tiefgründige Weisheiten zu sein. Nein, nein, um Gottes Willen nicht. Nur nichts Vollendetes, Reifes, Abgeklärtes. Es soll ein Schrei sein. Ein Aufschrei ihrer Herzen. Was uns fehlt, das sind die Avantgardisten. Die das graue, lebendige, leidvolle Gesicht unserer Zeit präsentieren. Übrigens, bei Gesicht fällt mir ein, warum laufen Sie nicht immer mit diesem nahezu grotesken Brillengestell herum? Wo haben Sie das originelle Ding gar nicht her? Meine Gasmaskenbrille. Damit wir auch unter der Gasmaske den Feind erkennen und schlagen konnten. Na hören Sie mal. So wollen Sie auftreten. Sehen Sie aus wie ein Gespenst aus der Unterwelt. Die Leute wollen doch schließlich Kunst genießen, keine Gespenster aus dem Kriege sehen. Nee, nee, mein Freund, so können wir sie nicht loslassen. Etwas überlegener, heiterer müssen wir den Leuten schon kommen. Positiv, optimistisch, mein Freund. Denken Sie an Goethe, denken Sie an Mozart, Schmeling, Shirley Temple. Tja, gegen solche Namen kann ich natürlich nicht an. Ja, sagen Sie mal, Beckmann, Beckmann, der Name ist mir gar nicht geläufig beim Kabarett, oder haben Sie vielleicht unter einem Pseudonym gearbeitet? Nein, nein, ich bin ganz neu. Ich hab eigentlich nur so unter Freunden. Aber da hatte ich immer großen Erfolg. Berufsmäßig bin ich eigentlich Anfänger. Was? Sie sind Anfänger? Nee, also mein Bester, so leicht geht die Sache im Leben nun doch nicht. Wir sind das erste Kabarett am Platze. Lernen Sie erst mal, probieren Sie sich aus. Auf meiner Bühne verlangt das Publikum bekannte Namen. Was haben Sie denn bis jetzt gemacht? Hm? Nichts, Krieg. Gehungert, gefroren, geschossen. Krieg. Na ja, sehen Sie, was ist das schon? Krieg. Reifen Sie auf dem Schlachtfeld des Lebens, mein Freund. Machen Sie sich einen Namen, dann bringen wir Sie in großer Aufmachung heraus. Ja, aber wo soll ich denn anfangen? Irgendwo müssen Anfänger doch auch mal anfangen. Schlachtfeld war ja in Russland auch. Ich habe Sie nicht nach Russland geschickt. Nein, nein. Keiner hat uns geschickt. Wir sind alle ganz von alleine gegangen. Einige sind auch ganz von alleine da geblieben. Wir können nur irgendwo anfangen. Also gut, dann fangen Sie an. Bitte. Mein lieber Freund, ich gebe Ihnen jetzt eine Chance. In meinem Lokal sitzen doch ein paar Gäste. Bitte zeigen Sie, was Sie auf dem Kasten haben. Kommen Sie. Was denn das? Ich soll jetzt... Ja, überzeugen Sie mich. Kommen Sie. Überzeugen Sie das Publikum. Meine Damen und Herren, eine Überraschung. In Erweiterung Ihres Programms bietet Ihnen die Direktion gratis ein Nachtkabarett. Jugend stellt sich vor. Jene Jugend, die unsere Zukunft ist. Auch die Zukunft unserer Kunst. Im Kriege war die Jugend an der Front. Wir, das Karussell der Zeit, die Hand am Puls der Gegenwart, führen diese Jugend wieder an die Front des Friedens. Ungeschminkt, realistisch, so wie sie zu uns heimkehrt.
Jugend von der Front an die Front. Zunächst nur ein Name, bald ein Begriff. Beckmann. Tusch. Herrschaften, Sie sind wahrscheinlich erschrocken, wenn Sie mich so sehen. Hätten lieber ein hübsches Mädchen hier oben. Sie haben ja auch ganz recht. Wollen wir uns ins Kabarett setzen, wo doch die Zeit schon so furchtbar ist, und uns das Elend in gereimter Form nochmal anhören? Sollen wir uns hinsetzen und um die Toten trauen, wo der Tod uns selbst so dicht auf den Hacken sitzt? Morgen kommt vielleicht einer und sprengt die ganze Erde in die Luft. Nächste Woche erfindet einer den Mord aller in 7 Sekunden mit 10 Gramm Gift. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir uns bei Zeiten nach einem anderen Planeten umsehen müssen. Prost. Wer Schnaps hat, oder ein Bett, oder ein Mädchen, der träume seinen letzten Traum. Morgen kann es schon zu spät sein. Wer Schnaps hat, ist gerettet. Prost! Musik! Gelacht, ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Als ich morgens nach Hause kam, da war mein Bett besetzt. Dass ich mir nicht das Leben nahm, das hat mich selbst entsetzt. Und die Welt hat gelacht und ich hab gebrüllt und der Nebel der Nacht hat dann alles verhüllt. Nur der Mond grinst noch durch ein Loch in der Gardine. Hab ich mir um Mitternacht ein neues Mädchen angelacht. Von Deutschland hat sie nichts gesagt. Und Deutschland hat auch mich nach uns gefragt. Nacht war kurz und der Morgen kam, da stand einer vor. Das Lied von der Frau.
von der sauberen kleinen Soldatenfrau. Herzlichen Dank. So die diskrete, pikante Erotik, die gerade das Thema Ehebruch in einem Chanson verlangt. Publikum will doch gekitzelt werden und nicht gekniffen. Ja, ist ja auch selbstverständlich. Es fehlt Ihnen eben bei Ihrer Jugend noch die gewisse heitere... Heiter? Ja, Gelassenheit, Überlegenheit. Denken Sie an unseren Altmeister Goethe. Goethe zog mit seinem Herzog ins Feld und schrieb am Lagerfeuer eine Operette. Operette? Sehen Sie, das ist Genie. Das ist der große Abstand. Kann man wohl sagen, dass das ein Abstand ist. Also warten wir es noch ab. Kunst muss reifen. Kunst, das ist Wahrheit. Sehen Sie? Das ist es. Es ist Wahrheit. Aber die Wahrheit hat doch mit der Kunst nichts zu tun. Nein? Na, mit der Wahrheit kommen Sie nicht weit. Ach so. Ach, damit machen Sie sich doch nur unbeliebt. Wo gehen wir denn dahin, wenn alle Leute plötzlich die Wahrheit sagen wollten? Wer will denn heute etwas von der Wahrheit wissen? Hm? Wer denn? Das sind die Tatsachen, die Sie nie vergessen dürfen. Tja, das verstehe ich allerdings. Besten Dank auch. Das sind so die Tatsachen. Da war ich wieder mal draußen. Aber ich hatte ja noch den Schnaps. Und da ging ich in den Bunker und jemand, den ich trinken ließ, der gab mir ein paar Zigaretten. Und Geld hatte ich ja auch keins mehr. Und dann kriegte ich das heulende Elend. Wünschte nur, ich wäre noch klein und könnte nach Hause zu meiner Mutter. Da fiel mir erst meine Mutter ein, an die ich die ganze Zeit nicht mehr gedacht hatte. Und ich schämte mich fürchterlich, dass ich mich so hatte überrumpeln lassen von allem. Aber ich wollte ihr doch auch so nicht unter die Augen kommen. Und am nächsten Morgen ließ ich mich rasieren für eine Zigarette. Und dann ging ich zu Fuß nach der Wohnung von meinen Eltern. Und stellen Sie sich vor, die stand noch. Ich war bloß so grauenvoll hungrig und müde. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, wie meine Mutter war. Ich war sehr lustig früher. Ja, ja, wirklich, wir haben immer Musik gemacht, nächtelang Liederchen gesungen. Und dann kam ich sehr spät nach Hause und musste doch früh aufstehen. Und auf der Treppe, da zog ich mir dann die Schuhe aus, um meine Eltern nicht zu stören. Und ich machte ganz leise die Tür auf und drinnen machte ich kein Licht, sondern tapste gleich in die Küche, weil ich natürlich Hunger hatte. Und dann kam meine Mutter. Ich konnte die Tür noch so leise aufmachen, die hat mich immer gehört. Und wenn ich dann in der dunklen Küche was zu essen suchte, dann ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da, in der Wolljacke und barfuß, immer barfuß, dabei war unsere Küche mit Fliesen belegt. Und sie machte ihre Augen ganz klein, weil ihr das Licht zu hell war. Und sie hatte ja schon geschlafen, es war ja Nacht. So spät wieder. Ja, das sagte sie dann. Mehr sagte sie nie, nur so spät wieder. Und dann machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße aneinander, weil die Fliesen so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn ich in meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Ich dachte damals, das würde immer so bleiben. Es war mir so selbstverständlich, das alles. Aber heute weiß ich natürlich, dass es das Paradies war. Ja, das richtige Paradies. Darum lief ich auch gleich die Treppe rauf, wie unser Haus noch stand. Ich guckte gar nicht richtig hin und klingelte und dachte, du wirst mir Mutter die Tür aufmachen. Was wollen Sie? Ja, guten Tag, Was? Sind meine Eltern zu Hause? Wer sind Sie denn? Ich heiße Beckmann. Ich bin doch hier geboren, das ist doch unsere Wohnung. Nein, das stimmt nicht. Das ist unsere Wohnung. Geboren können Sie ja meinetwegen hier sein, ist mir ganz egal. Aber Ihre Wohnung ist das nicht, das gehört uns. Ja, wo sind denn meine Eltern geblieben? Die müssen doch irgendwo sein. Doch.
Wie ich weiß, Kapelle 5. Kapelle 5? Was für eine Kapelle 5? Kapelle 5 in Ohlsdorf. Wissen Sie nicht, was Ohlsdorf ist? Die Gräberkolonie. Sehen Sie? Da wohnen Sie jetzt. Verzogen, abgewanderte Partie. Das wollen Sie nicht wissen? Was machen Sie denn da? Sind Sie denn tot? Woher soll ich denn das wissen? Ich war 3 Jahre lang in Sibirien. Warum sind Sie denn gestorben, ehe ich zurückkam? Das Haus steht doch. Sie sind eine Marke. Sie komischer Sohn, Sie. Naja, Sibirien. Auch kein Spaß. Wissen Sie, die alten Beckmanns, die konnten nicht mehr. Die hatten sich zu sehr verausgabt im Dritten Reich. Na, Ihr Vater, das war doch ein ganz scharfer Nazi. Und das wissen Sie doch. Bis dann vorbei war mit den braunen Jungs, da haben Sie ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Der Zahn, der war faul. Kann man schon sagen. War ganz oberfaul. Ja, und erzählen Sie weiter. Was ist mit meinem Vater? In die Luft gesetzt haben Sie ihn. Ohne Pension, versteht sich. Und dann sollten Sie noch aus der Wohnung raus. War natürlich trübe. Hat den alten Leuten den Rest gegeben. Haben Sie sich eben selbst endgültig entnazifiziert. Also, das war nun wieder konsequent von Ihrem Alten. Muss man ihm lassen. Was haben Sie sich selbst? Entnazifiziert. Sie kennen das Wort noch nicht. Sagen wir hier so. Einen Morgen, da lagen sie dann beide in der Küche. Steif, blau. Ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Ja. Da sehen Sie, und da? Da hatte ich genug. Sie kommt nicht mehr. Nicht, weil ich meinen Schmerz nicht ausgehalten hätte. Natürlich, was kam hinzu, und das Gewissen. Aber vor allem, weil es so sinnlos ist. Ob 3 Tote oder 2 Tote, wer fragt heute noch 3 Toten? Gestern waren es vielleicht 3.000, vorgestern 100.000, morgen 4.000 oder 6 Millionen, abgewandert in die Massengräber der Welt. Und wer fragt danach? Keiner. Hier unten kein Menschenohr und da oben kein Gottesohr. Gott schläft. Und wir? Wir leben weiter. Aber tun Sie doch was dagegen. Sie sind doch ein Mann. Das ist doch eine Aufgabe. Denken Sie mal nach, wie es früher war. Es ist noch gar nicht so lange her, da konnten die Leute in Deutschland nicht einschlafen, weil man in Amerika ein Kind entführt hat. Früher? Früher? Ja, wann war denn das? Vor 10.000 Jahren? Heute tun es doch nur noch Totenlisten mit 6 Nullen. Die Menschen entsetzen sich nicht einmal, sondern sie schlafen, ruhig und fest, sofern sie noch ein Bett haben. Und sie werden mit Zahlen gefüttert. Mit Zahlen, die Sie kaum aussprechen können, weil Sie so lang sind. Und diese Zahlen bedeuten Tote. Alttote, Granatentote, Splittertote, Bombentote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Kältetote, Hungertote, Verlorene, Vertriebene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben. Aber die Erde ist immer noch die gleiche. Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Das glaube ich nicht. Das ist nicht mehr dieselbe Erde. Wenigstens da wächst mir ein Raubtiergebiss, ein Fell, eine Kralle. Hängt da überhaupt noch auf 2 Beinen? Ja, ist denn das überhaupt noch ein Leben? Dieses Leben? Ja, wozu? Für wen? Für was? Für dich selbst. Für das Leben. Das Leben geht auf und ab. Mal ist es dunkel, mal ist es hell. Kein Grund zum Verzweifeln, wenn es mal etwas länger dunkel ist. Jedenfalls nicht für einen Mann. Aber sieh doch uns an. Sind wir noch Frauen? In hoffnungsloser Überzahl. Nicht mehr Frauen, sondern Nummern. Arbeitseinsatz, Dienstverpflichtung, Frauenbataillon. Und wer es nicht will, der muss sich verkaufen. Legal oder illegal. Aber du hast eine Aufgabe. Mach's besser. Ändere die Welt. Ich habe Hunger. Mir ist kalt, ich bin müde. Ich kann nicht mehr.
Und deswegen sind wir hierher gegangen. Aber natürlich, wir wollen die Welt verbessern und vergessen dabei das Abendbrot. Entschuldigen Sie bitte. Bleiben Sie ruhig liegen. Ich gehe in die Küche und koche Ihnen was. Schlafen Sie inzwischen. Bin gleich wieder da. Schön laut, Frau Gerke. Ein Glück, dass die anderen Radio machen. Ruhig. Sonst hätten die das nämlich auch noch gehört. Wen haben Sie sich denn da wieder mitgebracht? Hm? Ich habe mir niemand wieder mitgebracht, Frau Pullmann. Und ich muss jetzt ganz schnell etwas kochen. Ich habe doch noch... Frau Gerke, das ist jetzt meine Kochzeit. Bis 9 Uhr gehört der Herd mir. Ich komme sowieso immer als Letzte dran. Und außerdem, dann kommen wir auch mit dem Gast durcheinander. Frau Pullmann, Sie werden mich jetzt kochen lassen. Da drinnen habe ich einen todmüden, verhungerten Mann. Sie haben es gerade nötig, hier rumzukommandieren. Gerade Sie, verstehen Sie mich? Seien Sie doch nicht so laut. Wer war denn zuerst laut? Bitte, ja? Ich wollte mir meine Wolle aus meinem Schrank holen und dann haben Sie mich nicht an meinen Schrank rangelassen. Mann, Frau Gerke, ein Wort und ich gehe zur Polizei. Aber dann fliegen Sie raus und das brennt mir hier an, ihretwegen. Ach, was ist denn das für ein Kerl, den Sie da mitgeschleppt haben? Womöglich räumt der uns noch die Wohnung aus. Überhaupt, Frau Gerke, das geht gegen die Sittlichkeit. Mein Mann war Direktor und ich lasse mir nichts nachsagen. Und jetzt ist das Licht aus. Ach, diese schreckliche Stromsperre. So, jetzt gehe ich an meinen Schrank und hole mir meine Wolle und dabei sehe ich mir den Kerl mal an. Wovon ist denn der überhaupt so müde? Machen Sie, was Sie wollen, aber seien Sie leise. Ich bitte Sie. Frau Gerke, das machen Sie ihm dann da drüber, ne? Ein Ei? Wo haben Sie denn das her? Das kann ich nicht annehmen. Frau Gerke, das ist ein Heimkehrer nicht. Aus Russland. Was muss der durchgemacht haben? Er hat mir erzählt, er schreit manchmal im Schlaf, dann erschrecken Sie nicht. Der hat furchtbare Träume, Frau Pullmann. Dass ich über dich lache.
Du siehst so wunderbar traurig aus. Du armes, graues Gespenst. Ich könnte heulen, wenn du mich so ansiehst, mit deinen trostlosen Augen. Sag was, dann ist man nicht so allein. Fühlst du nicht, wie grauenhaft still es ist? Komm, setz dich hier neben mich. Morgen liegen wir vielleicht schon im Wasser. Mausestill und kalt. Aber heute sind wir doch noch warm. Heute Abend nochmal. Du. Ich bedrück das. Ich ertrinke. Das ist nur, weil ich so schlecht sehe. Aber es erwürgt mich. Was hast du denn? Was denn, du? Ich werde jetzt ganz sachte, sachte verrückt. Hörst du denn nicht? Da kommt doch einer. Heck, tock. Heck, tock. Da kommt doch ein Mann, siehst du ihn denn nicht? Ein großer Mann, so eine Art Riese. Kommt immer näher. Was tust du hier, du? In meinem Zeug. Auf meinem Platz. Mit meiner Frau. Das habe ich gestern auch dem Mann gefragt, bei meiner Frau war. Komm mit deinem Gesicht zu mir. Ganz nah. Ey, komm. Ja. Ich dachte, du würdest mich nicht mehr kennen. Obergefreiter Bauer, Sie halten Ihren Posten bis zuletzt. Beckmann. 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 Hör auf, du! Sag den Namen nicht! Ich will nicht mehr Beckmann sein! Ich will nicht mehr sein! Nein, nein, nein! Beckmann. Nein! Nein! Beckmann. Nein! Nein! Beckmann. Nein! Kommt ja auch ein alter Mann, der sieht aus wie der liebe Gott. Guten Tag, alter Mann. Bist du der liebe Gott? Ich bin der liebe Gott, mein Junge. Mein armer, armer Junge. Wann bist du eigentlich lieb? Lieber Gott, warst du lieb, als von meinem Spähtrupp 11 Mann fehlten?
Oder warst du lieb, als du ein Flugzeug schicktest und meinen kleinen Jungen von einer Bombe zerreißen ließest? Warst du da lieb? An meinem Himmel flogen Vögel und manchmal fiel ein Stern von ihm herab. Ihr habt ihn verändert, mein Junge. Aber du hast uns so geschaffen, wie wir sind. Es hat mich schon einmal gereut. Erinnerst du dich an Noah? Ich warne dich. Ich warne euch alle. Du siehst ja auf einmal ganz anders aus. Ich bin immer so, wie ihr mich ruft. Für die Kinder bin ich der liebe Gott. Vielleicht bist du plötzlich ein Mann geworden. Was willst du von mir? Dass du mir hilfst. Dir ist geholfen. Hast du es nicht gemerkt? Geholfen? Geschwätz! Theologengeschwätz! Ich hasse dich, du! Ich liebe dich schon lange nicht mehr, aber jetzt fürchte ich dich auch nicht mehr! Geh weg! Du verdirbst mir meinen Tod! Mein armer Junge. Wenn du mich begreifst, wirst du mir danken. Ich begreifst. Er will mir nicht helfen. Nur der Tod kann. Ob er auch will? Was soll ich tun? Hast du mich gerufen? Du bist der Tod? Und du gehst als Straßenfeger? Immer zeitgemäß. Gestern als General, vorgestern mit der Sense und heute als Straßenfeger. Denn heute liegen die Toten auf der Straße. Kein Salut, kein Sterbegeläut, keine Grabrede, kein Kriegerdenkmal. Nur noch mein Besen und der fällt sie in den Schutt. Wo gehst du hin? Du vergisst mich ja. Tod. Ich vergesse keinen. Der alles. Keinen. Soll ich denn hier liegen bleiben? Menschenabfall? Verachtet? Bespuckt? Und nicht mal verachtet. Sie gehen vorbei. Sie gehen an meiner Leiche vorbei. Sie reden und gehen an meiner Leiche vorbei. Heda! Ihr, seht ihr mich denn nicht? Ihr alle! Seht ihr mich denn nicht? Keiner. Keiner bleibt stehen. Aber da kommt ja meine Frau. Meine Frau ist gut. Nein, sie bringt ihren Freund mit. Bin ich auch 3 Jahre in Sibirien geblieben. Ich bin schuld. Ja, denn sie war gut. Ob sie auch heute noch gut ist? Du, ich bin tot! Lisa, das hättest du nicht tun sollen, das mit dem da. Ich hatte doch nur dich. Du hörst mich ja gar nicht. Du, sieh mich doch an, du! Du warst doch meine Frau, sieh mich doch an! Du hast mich doch umgebracht, da kannst du mich doch noch mal ansehen! Du hörst mich ja gar nicht! Warum hörst du mich denn nicht? Liebster!
Da bist du ja. Und ich suche dich auf der ganzen Welt. Warum suchst du mich? Warum? Weil ich dich liebe. Willst du mit mir nach Hause gehen? Du hast mich wirklich gesucht. Immer zu dich. Nur dich. Die ganze Zeit über dich. Oh Liebste, ich war ja so allein. Und es war so dunkel um mich und so kalt. Nun wollen wir zusammengehen. Auf der dunklen Straße zusammen. Ganz dicht. Ganz dicht. Ganz dicht. Oh mein Gott. Jetzt. Hörst du, Liebster, der Totenwurm klopft. Ich muss fort. Ich muss fort. Oh, küss mich nochmal. Du lebst noch, Beckmann. Du hast doch einen Mord begangen. Und du lebst immer noch. Wo bin ich? Mein Gott. Wo bin ich denn hier? Bei mir. Bei dir. Wer bist du? Wer soll ich denn sein, wenn du bei St. Pauli ins Wasser springst? Die Elbe. Ja, die. Die Elbe. Wie alt bist du denn, du Greis? 25. Und 1000 sibirische Nächte. Dazu Hunger. Und humpeln, ich kann es nicht mehr, verstehst du mich? Dein Leben ist mir zu wenig. Werf dieses Stückchen Matter mal wieder an Land. Er will's noch mal versuchen, hat er mir eben versprochen. Ja, aber wozu denn? Für wen? Für was? Lass mich doch nicht allein! Lasst mich doch nicht alle allein! Warum schreit ihr denn alle? Warum? Gibt denn keine Antwort? Gibt keine Antwort? Gibt denn keine, keine Antwort? Herr Beckmann, haben Sie geträumt? Anna! Ich sehe nichts. Wer ist? Hier, Ihre Brille. Anna. Anna Gerke. Frau Gerke. Habe ich Sie sehr erschreckt? Nein, nein. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Sie kriegen jetzt was zu essen. Danke, Frau Pullmann. Bitte schön. Das Fett ist von Alfred. Das Ei
von Frau Pullmann. Das Bier ist grauenhaft. Und Bartels nebenan. Die Kartoffeln sind von mir und das Salz und die Fischpaste. Eigenhändig eingefüllt. Und dann schlafen Sie sich aus. Sie bekommen mein Bett. Frau Pullmann ist einverstanden. Und morgen früh, dann wache ich auf. Oder morgen Mittag, so wird's wohl werden. Und dann sind Sie nicht mehr da. Aber dann springe ich hinterher, das kann ich Ihnen sagen. Und dann habe ich auch die Kraft dazu. Sie übergeben also mir die Verantwortung. Dann will ich Ihnen etwas sagen, Herr Beckmann. Ich schlafe heute Nacht auf dem Sofa von Frau Pullmann. Aber wenn ich morgen früh aufwache und Sie sind nicht mehr da und schwimmen irgendwo in der Elbe, dann mache ich mir nicht erst den Weg dorthin. Dann gibt's hier beim Fensterputzen einen Unglücksfall. Sie machen mich also für Sie verantwortlich. Ganz schön. Wir sind beide unten. Aber Sie haben jetzt jemand und ich habe jetzt jemand. Was brauchen wir, die Welt zu verbessern? Fangen wir lieber bei uns selber an. Ich helfe Ihnen und Sie helfen mir. Ach so. So war das gemeint. Wollen Sie beten? Nein, nein. Ich danke Ihnen. Dank.